Heise und Konnichiwa, hier ist wieder euer Kern und zurück mit einem weiteren Pokémon-Kampf. Mit dabei, wie immer der? Der Endsmash XD. Und wie immer darfst du über die Pokémon reden. Ja, yeah, so richtig knallhart über die Pokémon reden. Wir haben hier Aerodactyl und Golking. Nemo. Und auf der anderen Seite ein Ramot und ein Knackrack. Ja, anzumerken ist in dem Kampf, dass wir diesmal keine wirkliche Strategie mehr hatten. Ja, da waren uns die Ideen ausgegangen. Ich dachte mir einfach, ich klatsche mal den Verhöhner raus, denn man weiß ja, ein Ramot tut sich gern mal mit Falterreigen boosten. Und wenn das passiert, dann gehen schon mal schnell alle Lichter aus. Hm. Und da hätte ich statt Abschlag vielleicht Kaskade auf das Ramot machen sollen. Das wäre eventuell besser gewesen. Sehr effektiv, noch Step-Bonus dazu. Ja, das ist mir leider erst hinterher eingefallen. Oh shit, das ist ja auch noch Feuer. Ach, ja. Ja, und jetzt kommt hier ein Pokémon, von dem man auch ordentlich Respekt haben sollte, ein Scherox. Ja, weil das kennt man ja, Urgh. Das war so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, das macht ja verdammt viel Schaden auf Knackrack, und dabei war es das Zoroark. Von daher war es kein Wunder. Zack, Kaskade auf Scherox. Patronenhieb, natürlich auf Aerodactyl. Ja. Sehr tiefes und mir selbst auch schon ziemlich wehgetan hat beim bloßen Hinsehen, und tschüss, Aerodactyl. Da kommt die Kehrtwende auf meinen Golking. Es überlebt sogar, wow. Na, knapp. Und dann gucken wir mal, was jetzt wohl passiert. Knackrack kommt zurück in den Kampf, diesmal ist es das echte und nicht das Zoroark. Wie soll es denn auch anders sein, ne? Ja. Und tschüss, Scherox. Da habe ich erstmal das Scherox weggehauen. Das damit ist ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Und hier kommt Lapras. Da haben wir fast eine Minute überlegt. Ja, wie sollen wir da jetzt angehen? Lapras, nicht Lapras, ? Weil es sah beides nicht gerade wirklich gut aus. Nee, nicht wirklich. Da kommen jetzt die Drachenklaue. Und ja, klar, da hauen sie das Golking weg. Tschüss, Nemo, wir werden dich niemals finden. Na, wie schaffen wir es, uns da noch rauszuhauen? Da ist leider der Whirlpool daneben gegangen. Was sehr schade war. Denn wer meinen Lapras kennt, der kann sich eventuell schon an 4-5 Fingern ablesen, was ich vorhatte. Tja, Feuerreigen, damit ist auch das Scherox weg. Hatten wir gehofft, dass Scherox Patronenhieb ein bisschen mehr Schaden machen würde. Klar, es ist nicht sehr effektiv, aber man hätte ja trotzdem mal hoffen können. Tja, jetzt geht dann auch leider das Lapras weg. Nee, doch nicht. Noch überlebt. Wow, ja. Ich hab gedacht, es wäre weg. Der Regentanz. Lapras ist schon ein bisschen bulky. Den Regentanz habe ich genutzt, um wenigstens die Feuerattacken von Ramot ein bisschen auszubremsen. Aber es hatte zum Glück noch einen anderen nützlichen Effekt, über den ich erst gar nicht nachgedacht hatte. Ja, erst nachdem ich es gesagt habe. Aber erstmal kommt der Gigasauger und lutscht mich. Oh man, müssen wir diesen Party ab 18 stufen? Nein. Ja, und da geht auch mein Lapras down. Jetzt nach der ist es dritten weg. Drachenklaue. Und tschüss, Lapras. Das war schön, dich gekannt zu haben. Und da kommt der Donner. Yeah, Donner trifft ja zu 100% bei Regen. Ja, aber hätte es nicht Gigasauger eingesetzt, dann wäre das Ramot jetzt weg gewesen. Ja, da hätten wir einen Stein aus unserem Weg schon mal weggekickt. Der Käfergebrumm auf Luxtra und ja, tschüss. Oh man, also das sah schon richtig böse für uns aus, also... Da konnten wir nicht mehr viel reißen. Nee, und wenn man sich die Videolänge ansieht, wird man auch merken, oh, die könnten ja verloren haben. Ach Quatsch, ich reiß hier das alles jetzt mit einem Viscogon nochmal rum. Du siehst doch, das Knackrack habe ich jetzt weggeburnt. Na gut, weggeburnt, nie wirklich. Weggeburnt. Ramot wird das nächste sein. Ha 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 ha. Na, da können wir mal gespannt sein, wie viele du noch weghaust. Natürlich. Erzwinge von Aerodactyl wirkt. Und es megert sich auch direkt. Das gleich sehen wir. Das Mega Aerodactyl ist auch gleich weg. Es macht uns nach. Da kommt ein Aeroass. Und tschüss. Nö, nicht wirklich. Und tschüss. Okay, jetzt wirklich. Nein. Okay.
Nee, ich hab vielleicht ein bisschen übertrieben, dass ich das auch gewinnen könnte. Nein. Ja. Und sie hatten sogar noch einen Simsala dabei. Also alles schon ziemlich heftige Pokémon. Ja. Wie ich sehe, haben wir die beiden sogar... Also Chaosonic haben wir fast weggehauen. Fast, ja. Nino hingegen, na, da hatten wir nur das Sherox weg. Der hatte noch einiges auf dem Kasten. Ja, und Simsala ist eh ein schnelles Pokémon. Wäre auch bestimmt Mega-Simsala gewesen, das hätte mich zumindest nicht gewundert. Ja, Mega-Simsala ist sauschnell und auch saustark. Naja, ich bin mal gespannt, ob wir mal wieder Kämpfe haben ohne einen Livestream. Das wäre auch mal wieder schön, wenn die Leute mal auf uns zukämen, auf mich ja, oder auf N-Smash und sagen, jo, wir wollen mal. Weil diese drei Kämpfe sind ja wieder im Stream aufgenommen worden. Der Stream war jetzt echt eine spontane Sache, die wir am selben Tag einfach mal so beschlossen hatten. Und ihr könnt uns wirklich ruhig zu jeder Zeit eine Anfrage schicken, entweder zu mir oder zu Keanu. Wir machen dann Termin, das ist kein Problem. Und ist egal, ob ihr richtig gute oder eher schlechtere Pokémon habt. Ihr kennt ja mittlerweile auch unsere Pokémon schon, von daher könnt ihr euch eigentlich auch schon an ein, zwei Fingern abzählen, was wir damit machen. Hm. Wir züchten zwar auch immer wieder neue und versuchen neue Strategien zu entwickeln, aber im Grunde sind es ja dieselben, die wir häufig einsetzen. Von daher bin ich immer noch mehr gespannt und freue mich noch mehr auf die neuen Editionen Sonne und Mond. Weil da wird es ja bestimmt wieder neue Pokémon geben und neue Strategien. Da braucht dann auch keiner meckern, ich habe keine Pokémon, ich habe da keine Ideen für. Da werden wieder viele neue Sachen kommen. Das garantiere ich. Naja, das war euer Keanu und... N-Smash XD. Mit Pokémon kämpfen, Community und so. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.